So, weiter geht's bei Let's Play Venetica. Da lang müssen wir. Hier lang. Da ist der Tempel. Was macht Rico hier? Bis später. Eine verschlossene Truhe. Seltsam. Ich speichere mal kurz. So, hier muss Nox sein. Da ist er ja schon. Und der ist bei einer Knotenpunktstatue. Die gleiche, die wir schon in der heiligen Kaverne in der Kupfermine gefunden haben. Nur, dass sie diesmal ganz ist. Was zur Hölle macht Nox da? Na geil. Lektoren. Flieh, Nox. Flieh. Ich kümmere mich um die Biester. Sterbt, sterbt, ihr Lektoren! Schattenenergie ist fast wieder voll. So, das war's auch schon. Ach ja, richtig. Ich wollte gerade die Waffe wechseln, aber Lektoren kann man nur mit der Mondklinge töten. Da ist die Mondklinge nicht nur die beste Wahl, sondern die einzige Waffe. Okay, schnappen wir uns die Steinfragmente und benutzen die Portalfigur. Das heißt Portalfigur, aber ich nenne es trotzdem lieber Knotenpunktstatue. Benedikt. Und wieder mal ein gemeinsames. Oh. Okay, das reicht. Genug geknuddelt. Ich habe dir gesagt, dass wir uns wiedersehen werden. Wie machst du das? Wieso können wir uns hier sehen und miteinander sprechen? Der Tod ist anders als du denkst. Er ist nicht das Ende, sondern eine andere Art der Existenz. Okay. Eine Existenz, die aus vielen Ebenen und Daseinsformen besteht. Und doch kannst du bislang nur einen Bruchteil davon erkennen. Mehr will die Statue rausfinden. Das Geheimnis dieser Statue. Deine Welt ist mit der Welt der Toten verwoben. Es ist wie ein engmaschiges Netz. Und wo sich die Knoten befinden, sind die Kräfte am stärksten. Das sind die Orte, an denen wir uns begegnen können. Es klingt seltsam, wenn du es deine Welt nennst. Wir sind jetzt voneinander getrennt. Leider. Müssen wir uns abfinden. Beide. Fürs Erste. Ich kann dir diesmal helfen. Ich kann dir die Fähigkeit geben, sie zu sehen. Was meinst du? Wen? Die Toten. Wir kommen wieder eine Gabe. Damit weiteren Zugang zur Totenmagie.
Und immer wenn wir, wenn es Tote in der Nähe gibt, die, mit denen wir sprechen sollen, dann entscheiden diese Symbole, wir können in die Schattenwelt gehen. Eben wenn was Wichtiges ist. Das sind ja Don und Nesto. Ja, ich hab's euch schon mal gesagt. Der Tod ist in diesem Spiel nicht so endgültig, wie es aussieht. Und hier können sie uns helfen, indem sie uns zeigen, wie man das Schloss knackt. Sie können es zwar nicht mehr selbst bewegen, aber wir können es. So läuft das Schlosserknacken im Spiel. Gleich nochmal. Okay. Eins, zwei, drei, vier. So merke ich mir das, indem ich einfach die Dinge abzähle. Assoziatives Gedächtnis. Ist bei mir besser wie ganz normales Gedächtnis. Jedenfalls zwei, ein Schloss an der Truhe. Bedeutet, dass es vier, dass die Kombination vier Sterne hat. Zwei, acht und drei heißt, glaube ich, zwölf. Und dann ist es wirklich hart. Aber es ist nie unschaffbar. Ist Scarlet gerade... ich bin jetzt rausgerannt. Max muss hinein in die Hintergassen. Nox, er ist wieder zu Hause. Ist doch super. Dann gehen wir auch gleich mal und suchen nach ihm. Unsere Magie ist noch nicht so ausgeprägt. Sie wird noch viel stärker werden. Ich habe es euch ja schon gesagt. Moment. Wir werden mit ihnen reden können, ihre Gegenstände annehmen können und sie sogar wieder zurückholen. Das hier hat nichts mit den Toten direkt zu tun. Das ist Fluchbrechen, was wir erst beim, was wir erst im dritten Akt brauchen und bekommen. Ach ja, ich wollte mal noch. Hier kann man jetzt übrigens Venedig auch wieder verlassen. Muss nicht durch die Wasserstraße, durchs Wassertor mit dem Boot zurückkehren. Man kann jetzt hier ganz einfach, naja, Richterstube betreten. Kommst du wegen der Aufträge? Hast du Aufträge für mich? Auf dem Marktplatz gibt es ein Problem mit dem Brunnen. Unten in den Katakomben gibt es ein großes Problem mit den Greiferbiestern. Den Brackläufern. Erzähl mir mehr über die Biester in den Katakomben. Diese aggressiven Biester sind einfach überall. Irgendwo muss ein Nest sein, das wir noch nicht gefunden haben. Steige hinab in die Katakomben und suche das Nest. Du kommst über den Kanal dort hinunter. Okay. Erzähl mir mehr über den Brunnen. Der Mechanismus des Brunnens ist wohl beschädigt. Ich habe schon einige Wachen dorthin geschickt, aber sie sind noch nicht zurück. Der Mechanismus befindet sich in den Katakomben unterhalb des Marktplatzes. Du kommst über den Kanal dort hinein. Bis später. Okay. Hey, ist kein Problem. Äußerer Bezirk. Ich nehme diese ganzen Quests an, weil sie einfach schnell zu erledigen sind. Die spielen die meisten Quests im äußeren Bezirk, lassen sich entweder schnell erledigen oder spielen in Katakomben. Und wenn ich alle Katakomben-Quests zusammen habe, dann gehen wir runter in die Katakomben und erforschen die Katakomben und erledigen alle Quests in den Katakomben. Ganz einfach. So, Ranga. Der hat auch noch eine Katakomben-Quest, finde ich. Eine Kata-Quest. Erzähl mir etwas über den Orden des Heiligen Sieges. Wir sind eine uralte Vereinigung. Wir lieben die Rache, so wie der heilige Antonius, unser Gründer, sie uns gelehrt hat. Okay. Unsere Prinzipien erlauben kein Versagen. Für das verkommene System dieser Stadt haben wir nur Hass übrig. Es war von Anfang an falsch, die Leute ihr eigenes Schicksal bestimmen zu lassen. Ach ja, Demokratie ist so schlimm.
Verdorbene Seelen haben Venedig übernommen. Wahrhaftig soll das Volk nur vom Schwert regiert werden. Und einzig vom stärksten Schwert. Dafür werden wir immer kämpfen. Wir predigen Zorn und Zerstörung mit der Klinge. Und wir nehmen nicht viele in unsere Reihen auf. Nur diejenigen mit starkem Zorn und besonderen Fähigkeiten sind willkommen. Tja, zurzeit herrscht hier nicht das Volk über Venedig, sondern der untote Fürst. Ich überlege, dem Orden beizutreten. Wir nehmen nicht jeden bei uns auf. Nur die Besten haben eine Chance. Menschen mit ganz besonderen Fähigkeiten. Ja, kein Problem. Und das Feuer des Zorns sollte in ihnen brennen und sie wachsam sein lassen. Ich habe besondere Fähigkeiten und ich strebe nach Rache. Also sag mir, von welchen besonderen Fähigkeiten du sprichst. Ich bin die Erbin der legendären Mondklinge und ich verstehe sie einzusetzen. Der legendäre Fluch der Untoten. Kann es wahr sein? Ich könnte einen Auftrag für dich haben. Kurz gesagt geht es darum. Tief unten in den Katakomben unter der Stadt ist eine Siehst du? Seht ihr? Und in dieser Gruft befindet Warum sage ich siehst du? Ihr seid ja sicher mehrere, die es schauen. Antonius. Steige dort hinab und hole den Schild. Doch Vorsicht. Das könnte sehr gefährlich werden. Hier, nimm den Schlüssel zur Gruft. Komm mit dem Schild zurück, wenn du dem Orden beitreten willst. Und wenn nicht, kann ich ihn behalten? Egal. Ich werde den Schild sowieso nicht behalten, weil wir können Schilde nicht benutzen. Es gibt nur Schilde zu dem Ausrüstungsgegenstand Speer. Seht ihr, das sind schon Banditen. Also, erlegen wir sie. Da ist es. Seht ihr, wie stark die sind? Lass mich in Ruhe! Und stirb! Lass mich in Ruhe! Ich will nicht sterben! So, jetzt ist das Kerlchen tot. Und hat ein neues Schwert dabei. Schaden 24. Und unser jetziges Schwert macht Schaden 18. Ein Nexus-Portal? Seltsam. Geil, ich habe meinen Vorteil ja voll verbockt. Und auch nicht so ganz. Eigentlich habe ich ihn ziemlich gut eingesetzt. Geschafft. Hurra. Dann wollen wir gleich mal skillen. Das. So. Das reicht doch schon. Der Nexus-Portal. Ja, okay, aber erst nächste Episode. Also, bis zum nächsten Mal.